Ja, Shalom und Gottes Segen zusammen im Namen des Königs aller Könige, im Namen des Herrn Jesus Christus. In diesem Video soll es heute nochmal um die Krönung von König Charles III. Gehen. Diese Krönung geschah ja am 6. Mai und das sind 228 Tage nach der Beerdigung von Königin Elisabeth II. Und dies entspricht 6 Monaten, 6 Wochen und 6 Tagen, weswegen einige hier die Zahl 666 hineininterpretieren. Und über diese Zahl habe ich ja schon das ein oder andere Video gemacht, aber dies kann man sich ja mal im Hinterkopf behalten. So wie wir auf diesem Bild im Hintergrund den Thron von König Charles III. Sehen, dieser wurde 1296 von König Eduard I. angefertigt. Und da, wo sich der Fall befindet, dort befindet sich auch ein ganz besonderer Stein. Und den hat man letztendlich von Schottland geklaut, könnte man sagen. Hier sehen wir diesen Stein etwas genauer. Dieser Stein wird als Krönungsstein oder auch als Stein der Vorsehung bezeichnet, aber eben auch als Jakobskissen, weil dieser Stein eben ein ganz besonderer Stein sein soll, der sich auf eine biblische Begebenheit bezieht. Dazu schauen wir mal ins Buch Genesis in Kapitel 28, Abvers 10. Da heißt es: Jakob aber zog von Beersheba aus und wanderte nach Haran, und er kam an einen Ort, wo er über Nacht blieb, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm von den Steinen jenes Ortes und legte sich unter sein Haupt und legte sich an dem Ort schlafen, deswegen Jakobskissen. Und er hatte einen Traum, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Und Jakob stand am Morgen früh auf und nahm den Stein, den er unter sein Haupt gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Deswegen auch die Bezeichnung Jakobskissen, also die Briten gehen anscheinend davon aus, dass dieser Stein, der sich im Thron von König Charles III. Heute befindet, dieser Jakobstein gewesen soll, den Jakob mit Öl übergossen hat. Und was viele vielleicht nicht wissen, auch Jakob hat ja nicht nur Öl benutzt, sondern es wurde auch für die Krönung von König Charles III. Öl benutzt, um ihn zum König zu salben, ähnlich wie man es ja auch zum Beispiel bei König David getan hat. Und das war ein ganz besonderes Öl, das König Charles III. Über sich hat ergehen lassen, sozusagen. Es wurde berichtet am 6. Mai: Charles unter Verschluss der Öffentlichkeit gesalbt. Bei der Krönungszeremonie wurde König Charles vom Erzbischof von Canterbury mit heiligem Öl gesalbt. Dies geschah hinter einem Sichtschutz. Später wird auch Königin Camilla gesalbt, bei ihr allerdings ohne Sichtschutz. Zuvor hatte der anglikanische Erzbischof in Jerusalem, Hossam Noum Welby, das Öl überreicht. Es wurde aus Oliven vom Ölberg in Jerusalem hergestellt. Also wir sehen hier eigentlich eine, in Anführungsstrichen, biblisch legitimierte Krönung von König Charles III. Da gibt man sich also sehr viel Mühe, irgendwie biblische Anhaltspunkte für diesen König, für die Krönung von König Charles III. Zu finden. Aber König Charles ist ja mehr oder weniger auch ein König der Freimaurer, die sich ja ebenfalls sehr stark auf das Alte Testament beziehen. So wurde berichtet am 10.04.2021 über die königliche Familie, Prinz Philipps geheimes Leben als Freimaurer. Eine Reihe anderer Mitglieder der königlichen Familie haben Beziehungen zu den Freimaurern. Seine königliche Hoheit, der Herzog von Edinburgh, begann sein Leben in der Freimaurerei 1952 im Alter von 31 Jahren. Die Loge ist stolz darauf, die führenden Marineloge der Welt zu sein, mit einer beispiellosen Geschichte, die 4 Monarchen als frühere Mitglieder umfasst: König Edward VII., König Edward VIII., König George VI. Und König George II. Prinz Edward, Herzog von Kent, ist ebenfalls ein Freimaurer, der den Titel eines Großmeisters trägt. Und damit sind sie auch nicht alleine. Denn es wurde auch berichtet, dass der Cousin der Königin als Oberhaupt einer der größten Freimaurerloge Großbritanniens identifiziert wurde. Also diese Königsfamilie hat nicht nur Bezug irgendwie zum Alten Testament anscheinend und geht davon aus, dass sie dort irgendwie den Jakobskissen haben und Öl aus Jerusalem haben sie einfliegen lassen, um den König Charles III. Zu salben als neuen König, sondern sie haben vor allem auch sehr starke Verbindungen in die Freimaurerei.
Wir schauen uns auch mal an, was außerdem berichtet wurde am 8.9.2022 über ja, eine Art neue Weltordnung. Und da heißt es über den Great Reset: Nach 7 Jahrzehnten auf dem Thron. Queen Elisabeth II. Ist tot, nun folgt Great Reset König Charles III. Der bisherige Prinz von Wales war eine der Personen, welche sich als erste offen zum Weltumbau und Deckmantel der Nachhaltigkeit per Great Reset bekannte. Als Schwab sein Manifest veröffentlichte, stellte Charles das Great Reset-Projekt noch am selben Tag beim WEF vor. Er sprach von einer goldenen Gelegenheit, von einem globalen Marshallplan. Eine andere Bezeichnung ist, wie gesagt, die neue Weltordnung, und daran arbeiten ja auch bekanntlich die Freimaurer. Und was die Blutlinie, könnte man sagen, von König Charles III. Angeht, so ist die auch außergewöhnlich und erschreckend, könnte man meinen. Denn am 15. November 2013 wurde berichtet: Prinz Charles gab in einem Interview an, mit dem berühmten Graf Dracula aus Transsilvanien verwandt zu sein. Der Stammbaum zeigt, dass ich von Vlad III., Dracula, abstamme, sagte Prinz Charles einem Bericht der britischen Zeitung The Telegraph zufolge. Vlad III., der als besonders blutrünstiger Herrscher galt, hat den Schriftsteller Bram Stoker zu dem Roman Dracula inspiriert. Tatsächlich soll Charles' Großmutter, Queen Mary, mit Vlad III. Verwandt gewesen sein. Ja, eine schrecklich nette Freimaurer-Dracula-Familie, die wir dort in England haben. Aber wir schauen uns nochmal an, ein Freund von König Charles III., der verstorben ist und der einiges an Dreck versteckt hat. So wurde berichtet am 6. April 2022. Prinz Charles' Briefe an einen Pädophilen. In einer neuen Netflix-Doku über den britischen Fernsehdarsteller Jimmy Savile wird auch seine Beziehung zu Thronfolger Prinz Charles beleuchtet. Erst nach seinem Tod ermittelte die britische Polizei gegen den ehemaligen BBC-Star. Die Ergebnisse grausam. Rund 450 Opfer meldeten sich, 80% davon gaben an, zum Tatzeitpunkt minderjährig gewesen zu sein. Die Netflix-Doku Jimmy Savile, A British Horror Story, ein anderer Dracula also, beschäftigt sich jedoch nicht nur mit dem Verbrechen von Savile, sondern beleuchtet auch seine Beziehungen zur Royal Family. So soll Prinz Charles Savile in den 80er Jahren gebeten haben, ihm und seiner Familie in PR-Belangen zu helfen. Und so gibt es zahlreiche Fotos von Prinz Charles und Herrn Charles Savile, beziehungsweise Jimmy Savile, wie sie gemeinsam Golf spielen und so weiter, Best Friends Forever, und das sagt schon alles. Schau dir an, wer deine Freunde sind, und dann weiß man auch was über die eigentliche Person, und das ist jetzt der neue König. Kommen wir auch nochmal zu Prinz Andrew. Über ihn heißt es in einem Artikel vom 14.08.2021: Prinz Andrew könnte nun in noch größere Schwierigkeiten kommen. Dem britischen Roy wird seit Jahren seine Verwicklung in den Sexring-Skandal um Jeffrey Epstein nachgesagt. Virginia Roberts Jeffrey, eines der angeblichen Opfer des verurteilten Straftäters und der Sohn der Queen, verklagte letzteren nun sogar wegen sexuellen Missbrauchs. In ihrer 15-seitigen Klageschrift gibt sie unter anderem an, es soll kompromittierendes Videomaterial von Andrew existieren. Wir sehen also, in was für eine Verwicklung die königliche Familie dort gelandet ist. Man hat Pädophile als Freunde, Sexring-Skandale, Freimaurer, Dracula, und das ist jetzt der neue König, König Charles III. Von England. Nun, wir schauen uns nochmal an, was die Bibel dazu sagt, wenn man irgendwas verheimlicht. Am Ende des Tages kommt sowieso die Wahrheit ans Tageslicht und die Finsternis wird erhellt. In Prediger 12, Vers 14 und im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 10 steht geschrieben: Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Auch Jimmy Savile und andere, die ihre Strafe in diesem Leben noch nicht bekommen haben, sie werden ihre gerechte Strafe bekommen, wenn sie sich vor dem Richterstuhl Gottes, vor Jesus Christus, dem Richter der Welt, für ihre bösen Taten verantworten müssen.
Zum Schluss schauen wir uns nochmal an, was im 1. Petrusbrief Kapitel 2, Vers 7 geschrieben steht. Denn wir haben ja vorhin vom Stein der Vorsehung gesprochen, vom Königstein. Nur noch wir sind Steine und Könige laut Bibel, wenn wir an den König der Könige, Jesus Christus, glauben. Denn es steht geschrieben, für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, nämlich Jesus, den die Bauleute, die Freimaurer unter anderem, verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Als Christen, die wir dem König der Könige Jesus Christus nachfolgen, gehören wir also ebenfalls zu einem königlichen Priestertum, zu einem heiligen Volk. Wir sind Steine, die letztendlich zum Volk Gottes aufgebaut werden sollen, auch wenn natürlich das Christentum in zahllose Konfessionen geteilt und gespalten ist. Doch alles, was gespalten ist, wird Jesus vereinen bei seiner Wiederkunft und dann gibt es keine Religion, keine Konfession, da gibt es nur noch das heilige Volk Gottes und das war, ist und bleibt Israel, zu dem wir auch als Christen gehören, denn Jesus ist laut Bibel der König Israels und nicht der König von einer Religion. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da, kommentiert und teilt das Video, abonniert gerne den Kanal und zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bibel und fragen Sie Gott um Erkenntnis, denn die Wahrheit kommt bald ans Tageslicht. Der König Israels, der König aller Könige, der Richter der Welt und Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus. Amen und Gott segne euch.